Willkommen zurück bei Let's Play Borderlands zusammen mit Casino. Wir haben letztes Mal hier vor dem Jacobs-Sägewerk aufgehört. Wollen noch ein Tagebuch finden und wenn wir schon mal da sind, dann auch noch Dr. Nett töten. Das ist bestimmt eine große Herausforderung. Der Typ heult jetzt schon die ganze Zeit rum. Ach, wir sind eh voll überlevelt. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass hier rechts dahinter müsste das letzte Tagebuch liegen. Also, wow. Mein Alles Kill. klar. Oh. Ganz viele Wehrskills. Ah, siehst du, wir kommen Sobald. den Ja, sobald die Dingen so näher. rot. Wow, der ist geplatzt. Sobald die so rot leuchten, musst Heilen du die ganz sich schnell selbst. drauf schießen. Sonst, der ist schon tot. Oh, der hat doch geleuchtet. Ja, aber ich glaube, die ist ein Nachbrenner. Kann mir vorstellen, der Doktor nett aus und Werwolf ist da noch, oder wer ist weg? Es Was stellt sich aber merke bestimmt nicht raus, dass Dr. Nett Dr. Z ist. ich? Ja. Von dem geht doch alles aus, von dem Seuche wahrscheinlich. Ja, Muss ja. haben wir doch gefunden, die Tagebücher von ihm. Er hat die Seuche ja produziert. Wissentlich. Der verwandelt sich bestimmt auch so. Okay. Ich habe einen Secret-Bereich gefunden. Gott. Er ist so secret. Ist er hier hochgesprungen? Nein, ich bin da hinten rumgesprungen und in dem Bereich ist gar nichts. Na gut, Tja. dann bräuchte ich da keinen erst versuchen. Hier kann man auf jeden Fall reisen. Ja, aktivier Reisen. mal. Hier hinten gibt's nichts mehr. The Mill. Ist Das Sägewerk auf Deutsch. Okay, wir haben alle Tagebücher gefunden. Abliefern machen wir aber erst später. Da würde ich jetzt sagen, Night of the Living Dead. Dr. Nett erledigen. 0 von 1 Dr. Nett haben wir aktuell erledigt. Automatiken. Ach, wir brauchen Wer noch eh braucht nichts. schon Dr. Z, wenn es Ein Dr. neues Schild Nett gebrauchen. gibt? 52% Entzündung. Hast du schon 11%, 11 Team Hier, guck regeneriert mal, hier Munition? sind so Mirf-Granaten, finde ich ja im Angebot. Oder? 101. Was machen meine aktuellen? Meine aktuellen machen Feuerschaden und aber nur 74. Dann nehme ich doch die. Machen Explosionsschaden. Ich könnte auch die ganzen Scheißgranaten, wenn ich Normalerweise machen wir das ja offscreen, aber ich verkaufe noch ganz kurz meine ganzen Granatenmods. Ja, ist ja wahrscheinlich nach Net dann eh vorbei. Ach, hier 101 habe ich Weiß sogar es in der nicht. Tasche. So. Mir. Ja, du kleiner Looter. Nein, jetzt habe ich sie verkauft. Guck mal auf die Map, das ist bestimmt kein Bosskampf. Tja, du hast mich aus dem Bett geholt. Jetzt bin ich sauer. Oh, ich Bürokampf, liebe ja. Schatten. Ich lebe, um sie zu tragen. Jetzt muss ich dich töten. Jetzt muss er uns. Hast du den Dialog nicht gehört? Doch. Ah, gut. Ich dachte Ich schon. lebe, um zu töten. Oder so. Ja. Dann, Warum, weil ich den abgeknallt habe? Ach, Quatsch. Das war doch Dr. Nett. Den treffen wir Ich jetzt meine gleich. hier. Gerade. Ja, stimmt. Manchmal sind die alle aware. So Buggy. Genau. Geld. Was ist das? Hey, ein Medikit. Ich habe nie Medikits benutzt. Kann man die mit H Quickslot? Nö. Ohne Quickslot bringt so ein Medikit auch. Du stinkst nach Popcorn. Jetzt bin ich wütend. What?
Er ist böse. Wer hätte das gedacht? Und er zeigt uns den Mittelfinger. Okay, ja, du rechts, ich links. Noch. Oder du links, ich rechts. Ich gehe links. Fast. Ich gehe rechts. Das war schon direkt auf meiner Höhe. Jetzt bin ich wütend. Wow, hat der viel Leben. Das ist aber keine Herausforderung, ja. Hatch. Oh, das war aber... Okay. Es ist noch nicht vorbei. What? Holy fucking shit. Ich wollte gerade sagen. Oh, ne, du. Wo ist der hin? Dr. Nett erledigt, wieder mal. Wo ist denn das Monster hin? Oh yeah. Ich gehe da definitiv nicht hin. Neue SMG. Aber was Gutes dabei. Ich dachte gerade schon so, was, jetzt ist Ende? Einfach so plapp, ohne Cutscene, ohne irgendwas. Wollte mich gerade schon beschweren. Ich denke mir so, Aber irgendwie war schon so der Abspann so komisch, so schnell. Ja, ich hab auch überlegt. Die bessere Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Weiß nicht. Der hat gesagt, es ist noch nicht vorbei. Kann man hier runter? Ich glaube, der ist hier runter. Ja, ich geh mal vor. YOLO! YOLO! Oh, ich bin zum Beispiel gesprungen. Spacko! Sehr gut. Oh. Nice. Nice. Ist das Fleisch? Fleischberger. Erinnert mich voll an Prey. Hast du mal Prey gespielt damals? Mich erinnert das an Dead Space und an Achtung Spoiler, die Endsequenz von Mass Effect 3. Also nicht die Endsequenz, sondern der. Ich habe mich gerade festgebackt. Hunger. Warte. Ich habe mich festgebackt oben kurz. Ja. Alter, wie tief runter geht das hier? Das beantwortet trotzdem nicht meine Frage. Was? Du Prey kennst. Wow. Prey. Prey, das Spiel. Das war doch so ein Horror-Game, oder nicht? Ja, mehr oder weniger in so einer bizarren World. So. Da hat ach, das. Die ganzen Sachen gedreht und so. Boah. Ja. Das war richtig super. Boah, ich glaube, das display ich sogar mal. Also, ich würde mal sagen, es ist nicht die beste Idee, so einem fetten Ekelmonster in engen Gängen hinterher zu springen. Ich glaube, das ist die Idee. Ich glaube, das mache ich mal ein Solo-Display. Warte, ich nehme die Eigern raus. Jetzt ist vorbei, ich hol die Eigern. Ist das Blut? Nee, Ketchup. McDonald's. Wir sind hier im Keller von McDonald's, ja. Das erklärt einiges. Oh, da hinten bewegt sich was. Wo? Da links, okay, der kommt auf uns zu. Kommt direkt auf uns zu. Ich hab daneben geschossen. Ich hab schon wieder daneben geschossen. Ich hab getroffen. Ah! Okay, untoter Nett ist eklig. Hau drauf. Aber mein Geschütz ballert nicht da drauf. Steht's falsch rum? Nee. Ich weiß nicht, ob wir in diesem Blut stehen dürfen. Ah, ich glaube ja. Alter Dr. Nett, du bist widerlich. Also ich verliere keine Energie. Nein. Ah, ich halte einfach drauf hier. Genug Schuss. Ja, ich habe einen Treffer gelandet. Feuer ist sehr effektiv. Feuer ist äußerst effektiv. Ja. Am Arsch. Ja. Ah. Dr. Nett Zombie-Insel. The Zombie Island of Dr. Nett. Die Kammerjäger haben den bösen Dr. Zett aufgehalten. Ich dachte, er hieß Matt. Ja, wie auch immer. wo war ich? Ah ja. Dr. Nett wurde also aufgehalten. Von den Kammerjägern und mir. Von dir? Wie das denn? Was? Du? Ab ins Bett, du Kleines. Gute Nacht. Dreckiges kleines Waisenkind. Ah, wunderbar. Jo. Hammergeil, das DLC. Warte. Gut.
Ich habe irgendwas aufgehoben. Ich habe ein Eridian-Explosiv-Arte. Was kriege ich hier das ganze Eridian-Kram? Erforderliche Klasse Berserker. Willst du mich verarschen? Da kann ich, können wir beide nichts mit anfangen, ne? Ja. Aber wir können die Dingens ja noch abgeben, die Mission. Ja, ich muss Skill auch noch. Ach warte, ich kann hier neu skillen. Luftschlag, wenn Bloodwing Feinde angreift, werden sie langsamer und verlieren an Zielgenauigkeit oder plündern. Ein Feind töten erhöht kurzzeitig die Anzahl an fallen gelassenen Gegenständen. Wahrscheinlichkeit, dass zusätzlicher Gegenstand fällt, 20%. Ich glaube, ich push mal Bloodwinger ein bisschen. Ich mach mich noch tankiger. Oder hier, Waffen, aber bei Verwendung von Pistols erhöht deinen kritischen Trefferschaden. Nee, ich mach das. Bloodwing, irgendwie, keine Ahnung. Bloodwing und ich sind zwar Freunde, aber ich beschütze ihn lieber, als dass ich ihn irgendwo in den Kampf schicke. Lass mal noch ein bisschen die Höhle angucken. Vielleicht gibt's hier irgendwas. Oder hast du da irgendwas gefunden? Ah, nein, hier ist nur der Reisepunkt. Kommt man denn da hin? Ach, Jacob's Cove wieder. Ah, cool. Alter, ist das wie... Guck mal hier, selbst wenn du da durchläufst, siehst du hier die Blutfontänen hinter dir? Ah, ich geh erstmal schwimmen. Das ist Wein. Wein doch nicht. Weißt du, woran mich die Gestalt von Dr. Ned erinnert hat? Ah. Hast du mal Dragon Age gespielt? Ah, ah. Da gibt's so, boah, wie hießen die noch? Mann, das ist mir jetzt peinlich. Ich hab das Spiel, keine Ahnung, 200 Mal durchgesuchtet. Und das ist nicht übertrieben. Ich kann dir da nicht helfen. Hier, die Abscheulichkeiten. Die Dämonen können Menschen in so Abscheulichkeiten verwandeln. Und so ähnlich sah der aus. Nur, dass sein Kinn mehr auseinandergezogen war. Ach so. Ich sehe nichts. Wo zur Hölle sind wir? Hier im Stadtgebiet da. Ich geh mal hier. Ach, warte auf mich. Du hast hier überall Gehirne liegen lassen. Ah, brauchst du auch nicht. Brauchst du nicht. Ach, warum nicht? Hat der Dicke sonst noch was fallen gelassen? Ah, vielleicht kriegen wir jetzt was Cooles. Geld wahrscheinlich, was wir voll dringend brauchen. Aber super gut gefallen hat DLC. Ja. Zombies töten. Gemacht mit dem Ende, ja, ich dachte erst, hä? Mit dem doppelten Ende, richtig geil. Ja, also. Ich hatte im Gefühl, ich war mir nicht ganz sicher, aber irgendwie die Credits sahen komisch aus. Ja, weil das so schnell und so bröckelig so komisch. Ja. Alter, Claptrip. Willst du abgeben oder soll ich abgeben? Ja, ich komm, ich gebe auch mal ab. Wenn ich denn mal ankomme. Schaffst du schon. I believe in you. So, Mission erfüllt. Jetzt geht's um die Wurst. Zumindest können wir diese Artikel von unserem Schuldenkonto streichen. Hoffen wir, dass dir ein ähnliches Schicksal erspart bleibt. Falls nicht, könntest du es uns bitte in einen letzten Momenten wissen lassen, damit wir uns um den Papierkram kümmern können. Das wäre super. Geht meine Enter-Taste hier nicht. Und was haben wir gekriegt? Stand nix. Ich glaube nur Geld und Erfahrung. Geil. Toll. Ja, Level 41 läuft bei uns. Benutzen geht auch nichts. Ja, das war das DLC. Wir haben nur 14 Minuten. Es wird der kürzeste Part, den wir je gemacht haben. Können jetzt noch über dies und über das reden. Schlag ein Thema vor. Wir müssen hier Zeit verplempern. Ich guck grad nochmal schnell die Waffen durch. Wir können uns noch zur Schnellreisestation durchkämpfen. Wir müssen ja nächstes Mal, also... Spoilern hier ein bisschen, wir spielen natürlich noch, es gibt ja noch zwei DLCs mit Story und ein Arena-DLC. Das Arena-DLC werden wir nicht spielen, also vielleicht privat spielen, aber nicht im Let's Play, weil es ist nicht so wirklich interessant mit den Arena-Kämpfen, weil man steht halt immer in derselben Arena und dann kommt eine Gegnerwelle, dann kommt noch eine Gegnerwelle, dann kommt noch eine Gegnerwelle und irgendwann sind dann alle tot. Wir werden das so durchspielen, falls es da irgendwas Interessantes gibt, liefern wir das bestimmt nach, oder? Yep. Können wir einfach so und währenddessen aufnehmen.
Ah ja, hier gibt's nochmal Iridian-Kenntnisse, habe ich auch bei mir 0%. Was habe ich denn Iridian? Ich habe fast Level 1. 6% Abklingzeitgeschwindigkeit. Okay, das ist geil. Wie füllt man die denn überhaupt? Ja, Iridian-Waffen benutzen. Ja, schon, ne, generell. Man da. Ne, die laden sich von alleine mit der Zeit auf, wie dein Schild. Also genau wie dein Schild. Wenn sie komplett leer ist, dauert's länger, als wenn noch ein bisschen was drin ist zum Aufladen. Ich meine jetzt generell die Waffen hier zu leveln. Weißt du? Ich hab ja, hier die du musst den Typ aufladen. Der Waffe benutzen. Okay. Wenn du den Typ der Waffe, also wenn du einen Sniper benutzt, steigen deine Sniper-Kenntnisse. Wenn du einen Revolver benutzt, steigen deine Revolver-Kenntnisse und so weiter. Ich habe Sniper auf Level 27. Was? Ich habe Pistole 13, SMG 15. Was ist das 10. höchste? 17, ja, ist Combat Rifle. Was hast du da für Boni? Plus 15% Schaden, plus 36% Nachladegeschwindigkeit, plus 54%. Ja. Ich habe einfach Level 27 an Sniper-Rifle-Kenntnissen. Das höchste, was danach kommt, sind bei mir die Pistolen mit Level 8. Na ja gut, du hast ja auch nur die Sniper. Ich hab auch nur noch Sniper im Inventar. Das ist ja der Gag an der Sache. Und ich habe bei Sniper, ich habe plus 27% Schaden, plus 54% Schussrate und plus 108% Stabilität. Ja, hier sind auch noch die zwei Quests, die dir voll gefehlen, ne? Können wir mal irgendwann mal aufs Spiel machen. Ja. Sollen wir noch zum Punkt zurücklaufen? Ja. So als kleinen Boni. Haben wir auch die Folge wieder in die Länge gezogen. Ja, ich meine, das kannst du nicht bringen. 15 Minuten, da guckt keiner. Denkt einer, es war ein Bug. Ja, das. Wie 15 Minuten das Ruhen. 15 Minuten existiert bei uns nicht. Aha. Oh, und ich schwitze hier schon wieder wie was weiß ich wie. Es ist echt. Warte, müssen wir überhaupt lang? Warte, nein, das ist. Boah, wir sind so bescheuert, wir hätten hier die ganze Zeit diesen Weg als Abkürzung nehmen können, um voll schnell da hinten zu sein. Scheiße. Sieh dir das an. Oh. Was hab ich denn bekommen? 268 Schaden, Explosionswaffe. Hey, ich habe eine E-Mail gekriegt und das hört man in der Aufnahme. Ja. Yeah. Ich habe doch den Ton von Thunderbird ausgemacht. Egal, muss ich gleich gucken. Ui. Ah, da ist noch eine Kiste. Oh. Ich bin gerade auf dem Weg zum Punkt. Pass auf, dass du da nicht runterspringst, dann darfst du voll weit laufen, ne? Irgendwas für 3 Teambonus für Jäger und Diebstahlskill. Klassenmod. Ach so, ja, benutze ich ja nicht. Und grüne Sniper, aber nur mit 200%. Ach. Der Rede wäre. Euch nicht. Ja, wenn irgendwo mal da dann Punkt bist, wo man porten kann, dann starte schon mal. Ja, das ist halt der Hauptport. Wir können uns jetzt nur aus der Map. Ich warte da auf dich. Dann schließen wir genau da ab, wo wir angefangen haben. Wir hätten auch voll die Abkürzung nehmen können. Die mit diesem Tor haben wir auch nicht gemacht. Wir sind so klug. Aber du solltest zumindest auf deinem Weg. Jetzt erst alles offen. Vielleicht hat jetzt aber auch erst alles offen. Nee, das war ja vorher schon offen, aber aus irgendeinem Grund kann ich die Tür nicht aufmachen. Ganz komisch. Die ging ja schon mal auf. Naja. Gerne, ich eile. Guck mal. Komm ich denn zu denen? Wo muss ich überhaupt lang? Ja, das, wenn du in dieser komischen Grotte stehst, wo es so aussieht, als würdest du nicht weiterkommen, am Rand hoch. Warte, ich helf dir. Hier bin ich. Ja, ich hab schon. Hier bin ich. Ich mach auch Feuerwerk. Hier bin ich. Ah. Jetzt die Frage, ob du da überhaupt durchkommst, weil die Tür hier kann ich nicht aufmachen. Ja, die Tür geht auf, ja. Okay. In der Mühle. Und die andere? Nee. Ah. Aha. Ja, toll. Und wo? Komm zu mir!
Warte mal. Kannst dich selbst umbringen. Ja. Da ist eine unsichtbare Wand. Da kann man nicht drüber springen. Irgendwann schaffe ich das. Glaub nicht, dass du das schaffst. Komm dahin, wo ich bin, da kommst du lang. Aber ich hoffe, die anderen DLCs sind auch so gut. Ja. Also, okay, wenn diese Waffe trifft, diese Iridian-Waffe, dann ist sie tödlich. Einfach egal wohin, ist ein One-Hit. Nett. Bis du da bist, trainiere ich hier noch ein bisschen meine Kenntnisse von Iridian-Waffen. Mein Fresser, spring doch da hoch jetzt. So. Mal ein bisschen Loot mitnehmen. Für die Seele. Oh, was ist das denn? Hab ich denn da jetzt gefunden? Oh. Hm? Wow. Was ist das denn? Ich hab irgendeine legendäre Pistole-Waffe. Und ist sie gut? Weiß nicht. Big Tony sagt hi. Passive. Wenn man mal wüsste, was diese ganzen Effekte, schieß mal damit auf irgendwas. So, ich tausche erstmal. Wo ist denn jetzt? Ist das jetzt hier richtig auch? Ja. Da am Rand kannst du hoch. Hier. Ach so, lol. Was ist damit? Das ist ein SMG. Tony sagt hi. Wer ist Tony? Weiß nicht. Warte mal. Nochmal schnell. Big Tony sagt hi. Plus 48 Magazingröße plus 2 Schaden. Die Genauigkeit 83%. Wäre nicht schlecht zu sein. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Aber erst im nächsten Part, würde ich sagen. Im nächsten DLC. Ist ja auch der. Das nächste DLC ist auch der nächste Part. Nein. Okay. Ich komme. Ist doch wieder schon mehr. Ja. Ja, gut, hier. Schöne. Ja, bitte. So. War mein Abschlusswort. Tja. Ja gut, dann verabschieden wir uns hiermit. Und sehen uns im nächsten Part. / DLC. Genau. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Das DLC hat riesen Spaß gemacht. Also richtig geil. Genau. Borderlands DLCs, bisher wirklich alle, die ich gespielt habe, waren eindeutig ihr Geld wert. Das hat man ja selten, dass ein DLC auch so viel Spaß macht, wie man, also das quasi noch was komplett Eigenes ist. Ihr wisst, was ich meine. Egal. Ja, finde ich auch so. Also noch nicht so ein krasses DLC erlebt. So mit so viel Content, sag ich mal. Da wirst du bei Borderlands 2 Spaß haben. Ja, freue mich auch drauf. Jo. Gut, dann bedanken wir uns hiermit. Hoffen wir, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet beim nächsten DLC. Und macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss.